Jahr alt war, wollte er den Führerschein. Und nach 72 Übungsstunden trug er sich zur Prüfung ein. Das war vielleicht ein bisschen früh, doch es ist alles halb so wild. Denn wer dreimal durch die Prüfung fällt, bekommt ein gelbes Nummernschild. Das ist der Rudi mit dem gelben Nummernschild in seinem Wohnwagen gespannt. Und er fährt mit 60 linke Spur auf der deutschen Autobahn. Das ist der Rudi mit dem gelben Nummernschild in seinem Wohnwagen gespannt. Und er fährt mit 60 linke Spur auf der deutschen Autobahn. Der Rudi liebt die Autobahn, da macht das Fahren Spaß. Wenn von hinten so ein Raser kommt, schert er aus und geht vom Gas. Der Typ, der steht dann hinten quer, von Bremsen keine Spur. Der Grünstreifen wird umgepflügt, aber Rudi, der bleibt stur. Das ist der Rudi mit dem gelben Nummernschild in seinem Wohnwagen gespannt. Und er fährt mit 60 linke Spur auf der deutschen Autobahn. Nach 14 Stunden linke Spur hat der Hunger ihn besiegt. Ein Glück, dass diese Ami-Fastfood-Kette an fast jeder Ausfahrt liegt. Er fährt kurz raus, ein kleiner Snack im Vorbeifahren, weil es eilt. Doch da hat sich Rudis Karawan in der Drive-In-Spur verkeilt. Das ist der Rudi mit dem gelben Nummernschild in seinem Wohnwagen gespannt. Und er fährt mit 60 linke Spur auf der deutschen Autobahn. Am Abend, wenn es dunkel wird, da fährt der Rudi raus. Am Rastplatz, wo die Trucker stehen, da fühlt er sich zu Haus. Er zieht sich seine Holzschuhe an und isst ein Käsebrot. Und Rudis gelbes Nummernschild leuchtet hell im Abendrot. Das ist der Rudi mit dem gelben Nummernschild in seinem Wohnwagen gespannt. Und er fährt mit 60 linke Spur auf der deutschen Autobahn. Das ist der Rudi mit dem gelben Nummernschild in seinem Wohnwagen gespannt. Und er fährt mit 60 linke Spur auf der deutschen Autobahn. Auf der deutschen Autobahn. Auf der bundesdeutschen